Den DAX bei 16.000 Punkten zum Jahresende zu sehen, das zeugt schon von einem gewissen Optimismus. Und diesen Optimismus hat die Helaba in Frankfurt. Mit deren Chefvolkswirtin habe ich gesprochen darüber, was diesen Optimismus eigentlich so treibt und was mit dem Thema Inflation ist, wie groß die Gefahr für die Inflation eingeschätzt wird als belastender Faktor für die Kapitalmärkte. Jetzt in diesem Interview mit Dr. Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba. Mit Kapitalmarktprognosen kann man derzeit ja wirklich die Straße pflastern. Eine ist mir aufgefallen, das ist die von der Helaba. Die Helaba sieht den DAX zum Jahresende bei 16.000 Punkten. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Chefvolkswirtin der Helaba, mit Dr. Gertrud Traut. Schönen guten Tag, Frau Traut. Herzliche Grüße von mir. Frau Traut, woher nehmen Sie eigentlich Ihren Optimismus, dass Sie den DAX am Jahresende bei 16.000 Punkten sehen? Also es ist nicht so, dass wir immer die großen Optimisten sind. Ich mag gerne daran erinnern, dass wir anfangs dieses Jahres auch die Prognose hatten, den DAX bei 16.000 Indexpunkten, als der DAX bei etwa 16.000 Indexpunkten war. Wir haben auf die Risiken hingewiesen, die bei dieser damals hohen Bewertung bestanden. Wir wussten noch nicht, dass der Ukraine-Krieg kommt, aber wir wussten, dass der Markt verletzlich ist aufgrund der hohen Bewertung. Und dann kam ein externer Schock und das war der Ukraine-Krieg. Der DAX hat korrigiert bis unter 13.000 Indexpunkten, jetzt ein bisschen stabilisiert. Aber die Bewertung ist immer noch recht günstig und deswegen haben wir jetzt das Lager gewechselt. Von den Pessimisten zu den Optimisten. Die Gewinnerwartungen der Unternehmen sind relativ stabil. Wir sehen auch erste Stabilisierung bei den Konjunkturerwartungen. Und aber das Entscheidende ist, auf dem aktuellen Niveau ist die fundamentale Bewertung günstig. Und in unserem Basisszenario erwarten wir entsprechend eine deutliche Aufwärtsbewegung bis Ende dieses Jahres. Also die Gewinnerwartungen der Unternehmen schätzen Sie als sehr, sehr positiv ein. Aber ich meine, es gibt ja noch so etwas wie das Thema der Inflation, das ja allen Kapitalmarktteilnehmern große Sorgen macht. Ihnen scheint das nicht so große Sorgen zu machen, das Inflationsthema? Also das Thema Inflation ist die Zeitenwende. Und dann muss man in Zeiten zurückgehen, als wir das schon mal hatten, insbesondere in den 70er Jahren. Und dann sieht man, Outperformance bei Zinserhöhungen sind eher defensive Werte, auch stabile Werte. Also man muss schon gucken, hat man Firmen, die auch gute Balance Sheets haben und natürlich auch eine gewisse Gewinnerwartung, also wenn man in Einzelsektoren gibt. Aber der Markt, der ist bei Inflationserhöhungszyklen nicht immer eingebrochen. Entscheidend ist die Frage, was passiert von Seiten der Notenbanken? Wie sehr ziehen die Notenbanken die Zügel an und führt das dann am Ende zu einer Rezession, dass die Gewinne bei den Unternehmen einbrechen? Oder sind die Notenbanken vorsichtig und schaffen es trotzdem mit der Stabilisierung, auch die Stabilisierung der Erwartungen, sodass die Inflation nicht weiterläuft? Und dann muss man noch gucken, das ist natürlich das ganz Entscheidende, weil Inflation ist ein Verteilungsthema. Wer trägt die Kosten der Inflation? Steigen die Kosten nur für die Unternehmen und können sie die Kosten nicht weitergeben? Oder teilt man sich das oder ein bestimmtes Verhältnis? Und deswegen gucken wir so genau auf die Marge und auch auf die Gewinne. Und bislang sieht es so aus, als ob die Gewinne stabil bleiben. Und deswegen ist das Inflationsumfeld per se kein Risikofaktor. Aber was jetzt den Sommer angeht, würden Sie nicht Entwarnung geben? Also bis Jahresende 16.000 Punkten. Aber ich denke, und das sind, glaube ich, auch Ihre Prognosen, dass Sie sagen, es könnte ein sehr unruhiger oder volatiler Sommer jedenfalls werden. Also die Volatilität ist systemimmanent, weil natürlich immer noch Ukraine-Krieg ist und es gibt die gewissen Risiken. Und wir haben natürlich nicht nur dieses Basisszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 65%, wir haben auch ein Risikoszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Sie merken schon, für die schöne neue Welt bleiben noch 10% über, da wird alles perfekt. Aber in dem Risikoszenario, das bedeutet auch von der Energieseite ganz schnelles Abkappen von Öl und Gas.
sodass Deutschland und Europa in die Rezession geht. Und dann ging natürlich auch der DAX auf 10.000 Indexpunkte zurück. Und da diese Unsicherheit, auch was von politischer Seite mit Sanktionen noch beschlossen wird, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber diese Unsicherheit ist da. Und deswegen wird die Volatilität hoch bleiben. Aber sollten wir recht haben mit unserem Basisszenario, ist das eigentlich eine gute Einstiegsphase, nämlich genau dann die Rückschlagsperioden zu nutzen, um einzusteigen, weil alles an einem Tag zu investieren, ist ja nie ein guter Rat. Als wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, die von China und insbesondere der Zero-Covid-Politik Pekings ausgeht? Denn China scheint ja immer mehr zu einer echten Achillesferse für die Weltwirtschaft zu werden. Also China ist konjunkturell aktuell schon ein Belastungsfaktor, während der Rest der Welt mit den Restriktionen langsam abschließt, zumindest im Sommer, ist China noch auf dem Null-Covid-Pfad und das belastet uns schon seit den letzten Monaten. Also wir sehen, die Container liegen in den Häfen von China, kommen bei uns nicht an. Die Materialengpässe sind bei uns ein Thema. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass von jetzt an gesehen wieder auch Öffnungen in China erfolgen, als noch mehr Restriktionen, weil die Null-Covid-Strategie schon so restriktiv ist. Also das Risiko aus China heraus, das ist schon da und deswegen ist das im Markt auch schon antizipiert. Also kein zusätzlicher Faktor, sondern so ein Faktor, der schon eingepreist ist. Die Helabar zeigt sich optimistisch in Sachen Kapitalmärkte, zumindest verhalten optimistisch, sagt die Chefvolkswirtin der Helabar, Dr. Gertrud Traut. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Traut. Gern geschehen.